Wusstet ihr eigentlich, dass man mit dem Elgato Stream Deck nicht nur das Audio und OBS steuern kann, sondern von jeglicher App auf eurem Computer? In diesem Video schauen wir uns das Volume Controller Plugin an und ich zeige euch genau, wie man das Audio von Anwendungen steuert und welche Funktionen es bei den verschiedenen Stream Deck Modellen überhaupt gibt. Damit ihr diese Funktion des Elgato Stream Decks überhaupt nutzen könnt, braucht ihr erst einmal eine neuere Elgato Stream Deck Version. Das heißt, ihr schaut unter den Einstellungen, welche Softwareversion ihr habt und ihr müsst mindestens die 6.0 installiert haben. Ansonsten müsst ihr vorher updaten. Außerdem ganz wichtig, das Ganze funktioniert mit dem Elgato Stream Deck MK2, dem Elgato Stream Deck XL sowie dem Elgato Stream Deck Paddle und natürlich auch mit dem Elgato Stream Deck Plus. Zu Beginn benötigen wir jetzt erst einmal ein Plugin und das könnt ihr hier oben über den Stream Deck Store installieren, draufklicken, dann zu Plugins wechseln und dort sucht ihr einfach nach Volume. Und zwar brauchen wir den Volume Controller. Den müsst ihr einmal installieren, dann bestätigen und ihr werdet dann auch direkt gefragt, ob vorkonfigurierte Profile installiert werden sollen. Und ja, die solltet ihr installieren, denn dann gibt es Zusatzfunktionen. Profile installieren und schon können wir hier diese Einstellung wieder verlassen. Was wir jetzt machen können, wir beginnen jetzt erstmal mit dem Elgato Stream Deck Plus. Ich zeige euch aber auch, wie man das zum Beispiel beim Elgato Stream Deck XL nutzen kann. Generell gibt es erstmal unter der Einstellung Tasten die Möglichkeit zu Volume Controller zu wechseln. Den findet ihr ganz unten zum Beispiel. Und dort gibt es dann zwei verschiedene Funktionen. Einmal die automatische Erkennung und die manuelle Erkennung. Wir schauen uns jetzt als allererstes mal die manuelle Erkennung an. Die manuelle Erkennung, die kann ich einfach auf Tasten ziehen und der Vorteil von so einer manuellen Erkennung ist, dass diese mit allen Stream Deck Modellen, die ich zuvor genannt habe, funktioniert. Was nun passiert ist, dass sich das Stream Deck mit dem Volume Control Server verbindet, der mit dem Stream Deck mit installiert wird. Es kann aber auch passieren, und das ist auch ganz gut, dass das hier jetzt auftritt, dass dieser Audio Router noch nicht gestartet worden ist. Und dort wird euch auch gezeigt, was ihr dann starten müsst, damit ihr das Ganze überhaupt nutzen könnt. In diesem Fall zum Beispiel der Elgato Audio Control Server. Den startet man einfach einmal im Hintergrund, dann kann man das auch schon wieder minimieren und schon funktioniert hier dieses Plugin. Was können wir bei der manuellen Erkennung denn machen? Bei der manuellen Erkennung können wir nun als allererstes einmal ein Programm auswählen, von dem wir Audio regeln wollen. Und hier werden natürlich nur Programme angezeigt, die aktuell natürlich geöffnet sind und Audio abspielen können. Wenn wir also ein Programm wie Spotify öffnen und dort einfach mal Musik abspielen lassen, dann können wir hier unter Programm natürlich nun auch Spotify auswählen. Danach gibt es noch den Typ und der ist ganz wichtig. Und zwar gibt es Anwenden, Anpassen und Stumm. Anwenden in diesem Beispiel gibt zum Beispiel an, dass man eine gewisse Lautstärke angibt, und zwar zwischen 0 und 100. Und klickt man nun auf die Taste, wird genau diese Lautstärke für die Anwendung gesetzt. Ganz einfach und simpel. Das nächste, was man machen kann, ist Stumm. Bei Stumm würde die Taste eigentlich nichts anderes machen, dass wenn man sie drückt, wird das Audio dieser Anwendung gestummt und drückt man sie nochmal, wird das Audio wieder entstummt. Und der dritte Use Case wäre Anpassen. Und bei Anpassen kann ich zum Beispiel einstellen, in welchen Schritten das Audio nun leiser oder lauter gestellt wird. Stellen wir hier zum Beispiel mal ein plus 5%, dann sehen wir hier auch automatisch einen Balken, der auch auf dem Stream Deck selbst erscheint. Und nehmen das gleiche nochmal mit der manuellen Erkennung darunter und wählen hier auch wieder Anpassen für Spotify und nehmen minus 5. Dann haben wir nun folgenden Vorteil. Die Icons, die passen sich automatisch aneinander an. Da muss man auch darauf achten, dass oben der Pluswert ist, unten der Minuswert. Und wenn ich nun auf dem Stream Deck zum Beispiel oben drücke, dann geht automatisch dieser Balken nach oben. Das Ganze wird aneinander angepasst. Drücke ich auf den unteren Button, geht es nach unten und wird auch da angepasst. Also anpassen ist einfach nur ein lauter und leiser stellen über Buttons. Natürlich haben wir dieses Anpassen bei dem Stream Deck Plus im Speziellen auch noch unter den Drehreglern. Das heißt, wenn wir hier auf Drehregler gehen, Volume Controller, manuelle Erkennung und ziehen das auf einen der Dials, dann können wir über die Dials genau das gleiche machen, was wir eben mit den Buttons gemacht haben. Wir können ein Programm auswählen wie Spotify und können hier auch die Stufengröße angeben. Zum Beispiel können wir sagen, wir wollen das Ganze plus minus 5 machen, das wäre das höchste, oder plus minus 1. Und was ich nun bekomme, ist, dass ich auf dem Stream Deck automatisch ein Icon bekomme von der Anwendung selber. Also es passiert alles komplett automatisch, man muss nicht selber Icons vergeben.
hier für Spotify. Ich kann ganz normal verwenden das Reindrücken des Dials, um zu muten oder zu entmuten. Ich kann auf das Display drücken, zu muten oder entmuten. Und ich kann mit dem Dial das Audio der Anwendung lauter und leiser stellen. Und man sieht auch ganz lustig hier oben drüber, dass die Buttons sich natürlich auch automatisch mit anpassen. Also die manuelle Erkennung einmal für Dials oder auch für Buttons. Kommen wir zum nächsten Schritt und das wäre, wenn wir zurück zu Tasten gehen, die Möglichkeit beim Volume Controller die automatische Erkennung zu nutzen. Die automatische Erkennung, die können wir uns hier mal draufziehen, die hat etwas ganz Besonderes. Und zwar, das Ganze geht erstmal nur mit dem Stream Deck MK2, dem Stream Deck XL und auch dem Stream Deck Plus. Also Paddle geht nicht und andere Stream Deck Modelle auch nicht. Und die automatische Erkennung erstellt mir, wenn ich die Profile bei der Installation auch mit installiert habe, schon fertige Profile. Ich brauche für die Taste nämlich nur noch einstellen, ob alle Apps angezeigt werden sollen oder nur die Apps, die aktuell aktiv Audio ausgeben. Wenn ich das auswähle, kann ich dann noch die Stufengröße einstellen und ihr werdet gleich sehen, worauf sich das bezieht. Die Stufengröße, inwieweit das Audio lauter und leiser geregelt werden kann. Stellen wir hier einfach mal eine Stufengröße von 5 ein, plus minus 5%. Und klicke ich nun auf meinem Stream Deck auf diesen Button, dann passiert Folgendes. Wir wechseln in ein fertiges Profil. Und das fertige Profil, seht ihr auch, das hat hier schon alles von allen aktiven Anwendungen, weil ich ja aktiv ausgewählt habe. Und ich kann nun zum Beispiel auf dem Stream Deck Plus hier oben die Buttons nutzen. Das heißt, ich kann mit den Buttons hier muten, ich kann darunter muten und ich kann auch mit den Dials muten. Aber ich kann auch das Audio hier schön einstellen über die Dials, kann das bei jedem einzelnen Audiogerät machen und muss nichts einstellen vorher. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen weiteren Tab öffne in meinem Chrome-Browser, so wird automatisch diese aktive Anwendung hinzugefügt. Also das Profil passt sich automatisch an und das ist diese automatische Erkennung. Denn ich habe jetzt hier auch wieder für Chrome das Gleiche und ich kann auch hier die Lautstärke von Chrome einstellen. Schließe ich nun eine Anwendung, wie zum Beispiel Spotify, dann verschwindet die Anwendung automatisch hier aus meinem Profil. Automatische Erkennung und manuelle Erkennung. Denke ich mal, der Unterschied ist jetzt klar und was das für Vorteile bringt. Jetzt wollte ich euch das Ganze ja aber auch noch mit dem Elgato Stream Deck XL zeigen, wo wir zum Beispiel gar keine Dials haben, sondern nur die Tasten und auch hier funktioniert das automatische Profil. Das heißt, wenn wir uns den Volume Controller schnappen und die automatische Erkennung auf eine Taste legen, dann bekommen wir auch hier wieder die Möglichkeit, zum Beispiel nur aktive auszuwählen. Ich nehme hier wieder mal plus minus 5, das nehme ich so am liebsten und dann habe ich eine Taste auf meinem Stream Deck. Klicke ich auf diese Taste und habe zum Beispiel das Profil für dieses neue Stream Deck noch nicht installiert, bekomme ich erstmal nochmal die Aufforderung Profil installieren. Ja, Profil installieren. Klicke ich dann nochmal drauf, dann komme ich auch in dieses installierte Profil und man sieht hier nun zum Beispiel, dass für alle Tasten automatisch hier einmal plus minus erstellt worden ist, also über die Tasten das Regeln und auch oben der Mute-Button. Und das habe ich auch hier für alle Anwendungen. Wenn eine Anwendung dazukommt, wird diese automatisch erkannt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel wieder Spotify starte, dann springt automatisch hier in diesem Profil, ich spiele mal Musik ab, Spotify mit dazu. Schließe ich irgendein Programm, was Audio abspielt, wie zum Beispiel wieder Spotify, wird das auch wieder entfernt. Das heißt, das passt sich auch auf dem Stream Deck an und ich bekomme hier oben ein X. Wenn ich draufklicke, komme ich wieder zu meiner Hauptansicht. Wenn ich in dieser Ansicht drin bin von meinem Stream Deck und ich habe zum Beispiel mehrere Anwendungen, die Audio abspielen, was gar nicht auf eine Seite passt, dann bekomme ich unten rechts und links auch noch Pfeile angezeigt, womit ich durch die einzelnen Seiten navigieren kann. Das auch nochmal als Zusatz. Du solltest dir jetzt auf jeden Fall auch nochmal diese Playlist anschauen, denn da sind noch viele weitere Funktionen der Elgato Stream Decks vorgestellt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao!